Euer erster Film steht an, dein erster Film, stimmt's? Ja, der läuft schon, also steht nicht an, sondern ist gerade. Wie waren denn die Dreharbeiten? Die Dreharbeiten waren super. Echo ist eine absolute Granate, sehr, sehr diszipliniert. Absoluter Wahnsinn, ist auch ein ganz, ganz höflicher, ganz, ganz toller Mensch. Und wir haben in Frankfurt gedreht und das war auch sehr schön. Und die Frankfurt bietet unheimlich schöne Stadtbilder. Und dadurch, dass es auch so schön klein war, haben wir uns eigentlich auch immer abends dann nach dem Dreh noch privat getroffen. Was verbinden Sie also mit dem Land Hessen und Filme machen? Also bei mir jetzt speziell, bei mir ist es so, ich bin in Kassel groß geworden, habe in Kassel auch studiert und bin da groß. Und nach Frankfurt musste ich immer wegen dem Konsulat, dem türkischen Konsulat. Genau, und insofern ist für mich irgendwie so das hessische Babbeln, finde ich immer ganz schön. Und für dich als Newcomer-Schauspieler, wie war's? Es war ganz okay, ich war die Hälfte der Zeit betrunken, deswegen habe ich nicht so viel mitbekommen. Ich mache nur Spaß, aber nee, es war sehr schön. Also es war eine der schönsten Zeiten, an die ich mich erinnern kann in meinem Leben. Und deswegen verbinde ich auch Frankfurt damit, weil wir haben ja in Frankfurt gedreht und abgehangen. Ja. Die Berger Straße finde ich zum Beispiel ganz schön, da haben wir immer gegessen jeden Tag. Ja, ich liebe Hessen. Wie wichtig sind denn die Nachwuchsschauspieler für Deutschland? Was denken Sie gerade vielleicht auch? Naja, also absolut wichtig, weil, man braucht ja immer Menschen, Schauspieler in jedem Alter und Nachwuchs ist im Fußball, bei der Schauspielerei, also überall absolut wichtig, weil wenn ich jetzt irgendwann 50 bin oder irgendwie sowas, dann kann ich auch schwieriger einen Film über 15-Jährige irgendwie halt machen, das ist so weit weg. Und wenn dann der Nachwuchs als Regisseur zum Beispiel irgendwie mit 20, 25 von der, dann sind die viel näher dran. Also Nachwuchs ist in allen Bereichen und im Filmbereich auch absolut wichtig. Und wie sehen Sie es, wie das Land Hessen den Nachwuchs fördert? Ja, Land Hessen passiert ja sehr viel in den letzten Jahren und ganz nüchtern betrachtet und bescheuert betrachtet ist es einfach immer eine Frage des Geldes. Und umso mehr Geld Land Hessen rausrückt und sagt, das geben wir für Film aus, desto mehr Leute kommen nach Hessen und wollen da Filme drehen. Für Sie als Filmemacher, was wäre ein Wunsch, was erwarten Sie von dem Land Hessen? Ich würde mir so 2 bis 3 Milliarden Euro wünschen pro Jahr an Budget. So. Und wenn das schwierig ist, dann wäre es zumindest ganz schön, dass man da 800-900 Millionen pro Jahr für Spielfilme bereit machen könnte. Wenn das schön wäre, dann wäre Land Hessen, ich glaube, europaweit auf Nummer 1. Ist ein gut schöner Traum. Ja, was macht dir denn persönlich mehr Spaß? Beziehungsweise wo ist der größte Unterschied zwischen Musik und Film? Gibt es da große Unterschiede? Ja, es gibt natürlich Unterschiede, es gibt auch Parallelen und es macht beides Spaß, hat beides seine lustigen Seiten und seine ernsten Seiten. So. Im Moment macht natürlich das Neue immer ein bisschen mehr Spaß und das Neue und Coole, aber ich bin halt so auch Musiker durch und durch, also ich werde immer Musik machen. Werden wir denn noch mehr von dir sehen? Ja, werden wir dann sehen. Werden wir sehen. Das kann ich ja gar nicht so gut entscheiden, das müssen ja die Leute entscheiden, die in diesen Positionen sind, die besetzen und Regie führen und so weiter. Also ich kann das nicht denen abnehmen. Ja. Gibt es denn schon Pläne? Es gibt Pläne auf jeden Fall. Ich drehe ja eine Serie in Köln allerdings, leider nicht in Hessen. Und dann, ob dann noch weitere Kinofilme folgen, das werden wir dann gucken. Und jetzt schauen Sie sich noch die Berlinale an. Genau, wir sind ja schon seit ein paar Tagen da, das merkt man so ein bisschen vor allen Dingen an Echos Zustand, so, ja, und an meinem Aussehen, weil ich sehe eigentlich noch um einiges frischer und besser aus als jetzt heute, und wir sind schon seit ein paar Tagen da und sind noch so ein bisschen hier und werden jetzt auf jeden Fall den hessischen Empfang sehr, sehr, sehr unsicher machen. Also erst nochmal schön was essen gehen. Ja. Genau.